Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem ersten Blogbeitrag im Jahr 2020. Mein Name ist Markus Langenbach und ich möchte Ihnen zu Beginn des neuen Jahres gleich mal etwas auf den Weg geben, was Sie möglicherweise jetzt schon in den nächsten Wochen auch umsetzen und letztendlich Ihnen wieder dabei helfen kann, noch erfolgreicher zu werden im Jahr 2020. Ja, heute habe ich mir ein Thema herausgesucht, was letztendlich marketingtechnisch sehr einfach vom Grundsatz her umzusetzen ist und doch in der Praxis dann wieder schwerfällt, es wirklich dann auch zu machen. Ja, und das Thema ist eben heute, welche 5 Videos sollten Sie in 2020 unbedingt erstellen? Es sollen natürlich nicht und müssen nicht nur 5 Videos sein, aber ich möchte Ihnen ein paar Anregungen geben, welche Themen eben doch relativ einfach wirklich umzusetzen sind und damit Ihnen die Möglichkeit geben, damit sie auch online besser gefunden werden, auch wieder von Verkäufern, wenn die sich dafür interessieren, einen Makler zu suchen, mit dem sie zusammenarbeiten wollen. Ja, also lassen Sie uns einsteigen und der erste Themenbereich, den ich Ihnen empfehlen kann, ist die Marktentwicklung, die aktuelle Marktentwicklung. Um das geht es ja letztendlich. Wer hat da die meisten Informationen, das meiste Know-how? Eben mehr als nur eben der Endkunde, wenn er mal auf ImmoScout geht und dann eben just statisch mal schaut, wie sind jetzt die Preise, sondern eben eine langfristige Entwicklung auch immer zu dokumentieren. Ja, und dazu empfiehlt sich einfach, ein kurzes Video zu machen, eine Minute über die Marktentwicklung. Stellen Sie sich ganz kurz vor, mein Name ist Markus Langenbach von Langenbach Immobilien. Heute möchte ich Ihnen den aktuellen Marktbericht weiterreichen im Januar 2020. Dann können Sie ganz kurz berichten, wie viele Immobilien sind möglicherweise neu an den Markt gekommen, was ist der Durchschnittspreis davon, welche Eigentumswohnungen werden aktuell angeboten, in welcher Region, vielleicht genau da, wo Sie auch Ihren Hauptsitz eben des Büros haben, wo Sie arbeiten, was ist der Quadratmeterpreis von Neubauten, gibt es ein Neubauprojekt oder eben der Durchschnittsquadratmeterpreis von Bestandsimmobilien. Das kann man ja kurz halten, etwas länger halten oder ausführlich, aber nicht länger als 5 Minuten eigentlich. In der Kürze liegt die Würze. Und wenn Sie das eben nicht nur einmal machen, sondern sich das vornehmen, alle 4 Wochen, im Januar, im Februar, im März, im April bis zum Dezember, dann haben Sie da schon mal 12 Videos erstellt. Aktueller Marktbericht, man kann sie eben sehen, wahrnehmen und haben dann einen Link in der Beschreibung bei dem YouTube-Video, wo Sie es einsetzen können, aber natürlich auch auf Facebook. Aber YouTube ist eben dafür besser geeignet, damit Sie online, wenn niemand auf Google Immobilienmakler in der Region dann sucht, eben auch ein Video mal vorgeschlagen bekommt. Also nehmen Sie das vielleicht mal als Anreiz an, nehmen Sie Ihr Smartphone, stellen sich einfach mal spontan letztendlich in Ihrem Büro auf, nehmen das Video kurz auf, Sie werden sehen, es ist gar nicht so schwierig. Dann nehmen Sie sich nochmal ein bisschen Zeit, um eben die Zahlen, Daten, Fakten zusammenzustellen und nehmen das Video nochmals auf, dann eben wirklich mit den Gegebenheiten, die aktuell gerade eben vorherrschen. Ja, das also wäre ein Themenbereich, den ich Ihnen empfehlen kann. Das zweite Thema wäre eben auch da, wo Verkäufer immer wieder interessiert sind, wo kann man möglicherweise Fehler machen. Also die 5 größten Fehler beim Immobilienverkauf. Der Verkäufer stellt sich, ja, kann ich denn überhaupt Fehler machen? Warum sollte ich Fehler machen? Und auch dazu vielleicht ein kleiner, ja, hilfreicher Link dazu, beziehungsweise eine Information. Ich war auch hier mit Autor dieses Buchs 321 verkauft, wo letztendlich viele erfahrene Makler all ihr Wissen beigetragen haben, um genau diese Themen auch etwas zu beleuchten. Das macht sich gut, wenn es auf dem Bürotisch liegt oder wenn Sie eben Themenbereiche dort zum Beispiel herausnehmen, um genau so ein Video zu erstellen. Bei Interesse schreiben Sie einfach ein Mail an info@makler-wissen.de und dann können wir Ihnen gerne das Buch auch zur Verfügung stellen. Ja, also das kann man eben sukzessive aufbauen. Man kann quasi das Video aufbauen, der größte Fehler oder der zweitgrößte Fehler, der drittgrößte Fehler, hat somit letztendlich schon wieder 5 Videos erstellt. Oder man packt eben 5 Fehler, die man machen kann, die für Sie letztendlich auch die entscheidenden sind, die Sie sehen, wenn der Verkäufer eben vom Privat was verkaufen möchte, es aber nicht klappt und dann auch wieder online möglicherweise ein paar Hilfestellungen sucht. Und da sollten Sie eben auch dann wieder präsent sein als der Immobilienmakler vor Ort.
Ein drittes Video, ein dritter Themenbereich wäre, wenn Sie Ihr Haus nicht verkaufen. Also klassisch das adressieren, wo der Verkäufer sagt, ich habe ein Problem, ich verkaufe gerade mein Haus nicht. Welche drei Dinge sollten Sie unbedingt dann dabei beachten, wie Sie weiter vorgehen? Und genau das sind eben die Dinge, die erstmal von der Headline natürlich interessant sind. Die Inhalte dazu, komme ich später nochmals dazu, möchte Ihnen erstmal ein paar Anreize geben, auch welche Themen letztendlich interessant sind. Das sind ja auch die letztendlich, die Argumente sind, die Sie wieder parat haben müssen, wenn Sie mit einem Privatverkäufer letztendlich in den Dialog gehen, um ihm klarzumachen, was Sie anders machen können, als eben der klassische Privatverkäufer, der in der Regel ja nur ImmoScout einsetzt oder ImmoNet, ImmoWelt, um die Immobilie zu vermarkten. Was kann er noch mehr tun, was eigentlich dann der Profimakler machen würde? Das ist also auch ein Bereich, der relativ einfach abzudrehen ist und einfach mal Inhalt, Content auf Ihre YouTube-Seite bringen kann. Was auch sehr spannend ist, ist der vierte Punkt, Immobilienverkauf. Der Vorteil, in einem großen Maklerbüro zu arbeiten, wäre dann ein Video, wenn Sie in einem großen arbeiten und darüber letztendlich dann auch dem Kunden klar machen, warum er mit Ihnen zusammenarbeiten sollte. Auf der anderen Seite, wenn Sie Einzelmakler sind, dann muss das Video anders positioniert sein. Warum sollten Sie als Verkäufer mit einem Einzelmakler zusammenarbeiten? Das sind halt die zwei Welten. Aber jeder Makler, Sie müssen ja letztendlich die Argumente auch haben, wo der Verkäufer sich auch oft in der Praxis ja die Überlegung macht, gehe ich eher zum Einzelmakler oder gehe ich doch vielleicht zu einem Makler, der im größeren Verbund eben angeschlossen ist. Und genau das sind ja die Vertriebsargumente, die Verkaufsargumente auch für Sie, die Sie parat haben sollten. Wenn Sie die schon mal abgedreht haben, hilft es Ihnen natürlich dann auch für die Zukunft im Dialog, genau diese Dinge dann wieder zu adressieren. Also Mittel zum Zweck für Sie auch nochmal einfach zu überlegen, okay, wo sind meine Hauptargumente als Einzelmakler oder wenn ich in einem Maklerbüro bin, wo mehr Makler angeschlossen sind. Ja, und der letzte Bereich, den ich heute mal Ihnen weiterreichen möchte, ist eben das Ganze nochmals ein bisschen interessanter zu gestalten, in der Hinsicht, dass Sie eben auch mal rausgehen in Ihre Region, wo Sie aktiv sind und dort einfach mal zum Beispiel Schuldirektoren zu interviewen. Stellt man sich die Frage, warum soll ich denn einen Schuldirektor interviewen? Der Anker ist da. Ganz einfach, weil Sie haben ja mit vielen Kunden zu tun, die umziehen, wieder in Ihre Region, ein Haus kaufen, eine Wohnung, die Familien sehen, die Kinder haben, die Kinder überlegen sich dann wieder, okay, wo geht's denn zur Schule? Wenn Sie jedem Kunden letztendlich weiterreichen können, ich habe mal mit allen Schuldirektoren hier aus der Region ein kurzes Interview geführt und die haben mir aus ihrer Sicht eben mal ganz kurz auch ihre Schule erklärt, wo sind die Vorteile, wo sind letztendlich die Dinge, die sie auch wieder unterscheidet von anderen Schulen, schauen Sie doch dort mal rein, haben Sie wieder Mehrwerte und Nutzen, die Sie weiterreichen. Das gleiche gilt auch für allgemeine Geschäfte, die vor Ort sind, Restaurantbesitzer, Inhaber, wo sie mal öfters essen gehen, um zu sagen, auch das mache ich gerne für meine Kunden. Ich mache einfach mal kurz Interviews eben mit Geschäftsinhabern, mit Firmeninhabern, mit Restaurantbesitzer und mache dort einfach mal ein Kurzinterview, wo letztendlich ihre Expertise ist, was sie weiterreichen, ihrem Kunden letztendlich für Dienstleistungen, Services oder beim Restaurantbesitzer, welche leckere Speisen sie dort verköstigen können. Das sind ja einfach die Dinge, die sie auszeichnen können, wenn sie einfach präsent sind, Kurzvideos erstellen, 1, 2, 3 Minuten und dann vielleicht einen YouTube-Bereich erstellen, eine Unterregion eben, alles aus der Region für sie als Kunde, als Käufer, wenn Sie hier herziehen. Das sind jetzt 5 Anregungen. Das ist natürlich nur ein kleiner Bereich, welche Möglichkeiten alle da sind. Aber mir ging es einfach jetzt mal darum, 2020 fängt an, man macht sich Überlegungen, wie könnte ich denn jetzt neu starten, was kann ich anders machen, was kann ich mir vornehmen für 2020, was ich vielleicht in den letzten Jahren nicht so gemacht habe. Das kostet nichts, weil YouTube ist ja immer noch kostenfrei. Es kostet Zeit, es kostet manchmal etwas Überwindung, dann vor der Kamera zu stehen, aber scheuen Sie sich nicht davor. Sie sind Immobilienmakler und sollten doch offen genug sein, um mal so ein kurzes Video zu drehen. Die Qualität, sie ist in der Regel immer schon sehr gut, weil ein normales Smartphone liefert heute schon gute Qualität ab. Auf jeden Fall so gut, um erstmal einen Beginn, einen Start zu machen. Und wenn Sie merken, okay, da kommen Sie mehr rein und wollen das Ganze nochmal ein bisschen mehr professionalisieren, okay, dann Stück für Stück können Sie sich dem Thema auch nochmal annehmen. Ja, und das soll es für heute
für den ersten Blogbeitrag 2020 gewesen sein. Ich lade es natürlich immer recht herzlich auf die Webseite makler-wissen.de ein. Da haben wir natürlich sehr viele Kurse, Inhalte, die genau diese Themenbereiche auch beleuchten. Natürlich sehr viele fachliche Dinge im Einkauf, im Verkauf, Fach-Know-how, alles rund um den Immobilienverkauf, auch um die Fortbildungspflicht zu erfüllen. Also einfach mal drauf gehen auf makler-wissen.de und vielleicht sind auch für Sie Dinge noch dabei, wo Sie sagen, die können Ihnen auch weiterhelfen. Ja, so viel für heute. Ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr 2020. Viel Motivation und natürlich viel Gesundheit. Das wünsche ich mir für Sie und ich freue mich schon bald wieder auf Sie, wenn Sie den nächsten Blogbeitrag von uns verfolgen. Machen Sie es gut, Ihr Markus Langenbach.